Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2. Wo sind die Spuren, die gerade noch hier irgendwo war? Und die da hinten nicht. Hier war noch eine. Ich habe sie aus den Augen verloren. Was soll's. Wir sind im Hammerlock DLC in Hammerlocks Großjagd, Großwildjagd, was auch immer. Hammerlocks Jagdausflug. Kann ich dich eigentlich mit einer Granate treffen? Ja, ich glaube, das Treffen ist ein bisschen schwierig. Das Ding kommt immer langsam näher. ja, wir haben aber letztes Mal schon einige nervtötende Sidequests angenommen. Das kommt nämlich ein bisschen sehr nah. Und kaputt. Wenn sie sterben, teilen die Sporen sich in mehrere Sporen des gleichen Elements. Da unten ist Geld. Da liegt Geld. So, wir werden jetzt Hunter's Grotto. Das ist sogar Hunter's Grotto. Ach, da hinten ist das. Okay, wo sind die Hauptquest? Professor Nakayama nehme ich an. Das ist Skylar's Grove. In welcher Richtung liegt Skylar's Grove nochmal? Auch da hinten. Ja, dann werde ich doch erstmal dahin rennen, glaube ich, oder? Eier im Gesicht ist ein bisschen eine nervige Quest, weil die halt das gesamte Gebiet hier umschließt. Deswegen, ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Um die kümmere ich mich wahrscheinlich später. Ich mache erstmal die Mission, weil die quasi auf dem Weg zu unserer Hauptquest liegt. Ich werde die Mission immer jetzt ein bisschen so machen, wenn ich gerade sowieso unterwegs bin. An einem Ort kann ich da auch gerade Sidequests machen. Nur immer nach seltenen Monstern Ausschau halten. Das da vorne ist zum Beispiel ein normaler Sumpfgrifter. Den brauche ich nicht. Achso, ja, und nach den Eiern soll ich dann logischerweise auch Ausschau halten. Ich weiß nicht, wo die alle liegen. Da hinten scheint es zu liegen, da ist nämlich was Blaues. Das ist eine Säurespure, die scheinbar auch schon angreift. Ist noch nicht so schlimm. Mich interessiert höchstens das Leckgespuren. Genau, das ist ein Drifter-Ei. Der Kammerjäger sammelt Eier. Aus Gründen, die nur er selbst kennt. Aus Langeweile? Aus Gerechtigkeitsgefühl? Weil ich ihn dafür bezahlt habe? Wir können nur spekulieren. Nicht wirklich. Es ist, weil er uns bezahlt. So. Ah, wo lagen die ganzen Eier? Doch, das ist ein Sumpfdrifter, das sind die Feuersporen. Ich weiß jetzt schon, dass ich später wieder irgendwie ein oder zwei Eier wie verzweifelt suche, weil ich vergessen habe, wo die sind. Oder weil ich sie halt schlicht und ergreifend nicht finde. Das ist ein normaler Drifter. Da hinten ist ein Ei oder irgendwie was anderes. Da muss ich mal kurz hin. Drifter, lass mich in Ruhe. Dann bringe ich dich auch nicht um. Du hast es so gewollt. Ich habe dir angeboten, dich leben zu lassen. Du hast ja wieder Nein gesagt. Schön. Eine Granate, alle tot. Alle tot. So, das ist wieder ein normaler Drifter. Genau. Hier ist ein Hebel. Ah, stimmt. Das war für irgendwas gut, aber ich weiß auch nicht mehr für was. Das ist auch ein normaler Drifter. Da vorne ist auch ein Drifter-Ei. Ich spüre das Rot. Okay, der ist tot. Das nehmen wir mit. Wobei ich jetzt einen Vorteil habe, nämlich da, wo die Karte noch nicht aufgedeckt ist, weiß ich ja, dass es noch nicht war. Also wenn mir hinterher Eier fehlen, könnte ich zuerst mal in diesen Gebieten nachgucken. Wenn man alle Karten komplett aufgedeckt hat, ist das nicht mehr ganz so einfach. 4 von 23. Fehlen ja noch 19 weitere. Schockmedizin sollte man nicht
mit Strom beballern, bringt nicht viel. Oh, noch einer von denen. Die Zielmänner sind Nervtöten. Die sind sowieso ziemlich ätzend. Weil man so. Das fiel mir halt immer so ziemlich auf. Medizinmänner kann man nicht mit dem Facelock, der sie. Arschloch, stirbt der einfach eine Millisekunde, bevor ich sterbe. Medizinmänner kann man nicht mit dem Facelock der Sirene fangen. Also kann man schon, aber die sind dann. Also bei denen hält der Facelock nicht sehr lange. Genau genommen nur 2 Sekunden oder so. Das ist nicht schön. So, hier sind glaube ich vorerst keine Eier. Dann auf zu den Käfigen. Und nicht an Kanten hängen bleiben, ist immer so ein guter Tipp. Sehe ich da hinten noch ein Ei? Ich glaube, ich sehe da noch ein Ei. Ja, komm, das hole ich mir gerade noch. Das hole ich mir dann gerade doch noch. Das sind zwei Quests, die ich einfach hinter mir haben will. Das ist auch ein Ei. Ach komm. Warum habe ich mir das Mühe gemacht, den ganzen Scheißweg gerannt, wenn ich jetzt doch wieder zurücklaufe, um diese blöden Eier da einzusammeln? Da ist noch ein Ei. Eigentlich könnte ich hier gerade mal eine Runde drehen, wie ich schon hier bin. Das stimmt schon. Warum mache ich das jetzt? Ich weiß es auch nicht. Den Grund überlege ich mir später. Ich bin mir gerade nicht sicher. Für eine Sidequest muss ich ja wahrscheinlich so oder so nochmal lang. Also für eine andere Sidequest, weshalb das jetzt auch nicht zwangsweise nötig ist. Okay. Ich gebe es aber zu. Ich mag auch Spiegelei. Und Rührei. Ist da hinten noch eins? Falls ja, sehe ich es gerade nicht. Dum, 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 dum. Da sehe ich jetzt gerade kein Ei. Da hinten. Da ist ein Triggerman. Aber scheinbar keine Eier. Okay. Dann jetzt wirklich weiter zur Hauptquest. Nach diesem kurzen Abstecher. In die, wie der Typ es nannte, dottrigen Abgründe der menschlichen Seele oder irgendwie sowas. Ich merke halt, ich hätte mir auch eine Karre nehmen können. Das ist jetzt egal, weil ich davon mit einer Karre nicht weiterkomme, aber ich hätte mir auch eine Karre nehmen können. Ist das eine Granate? Jo. Man lässt doch keine. Geht die Granate jetzt eigentlich hin? Bleibt die an der Decke kleben? Ja, die bleibt an der Decke kleben. Denn wie man vielleicht sieht, hier ist kein Himmel, hier über uns ein Felsen. Müsste es dann nicht eigentlich ein bisschen dunkler sein? Na gut, wobei die Sonne scheint hier schräg rein, also passt es schon. Bep Borst Chan. Unten oder oben? Was war ich da? Unten war der richtige Weg? Wahrscheinlich ist es egal. Hier ist ein Ei. Wahrscheinlich hat das echt nichts mit Dokumentarfilm zu tun. Der Typ hat einfach Bock auf ein Riesenomelett. Bei 23 solchen großen Eiern ein wahrlich Riesenomelett. Vielleicht ist das Omelett ja sogar für einen Riesen. Ich meine, wer weiß das schon? Oh, ein Ei. Das sind übrigens Sporox. Gibt es auch in gepanzerter Form. Sind damit glücklicherweise nicht alle, sonst wären die wieder ein bisschen nervig zu bekämpfen. Ist da hinten vielleicht auch noch was Nützliches? Habe ich da ein Ei gesehen? Ich gucke jetzt immer. Wer hat das Feuerbohrock? Ich gucke jetzt immer, ob ich hier irgendwo diese blauen Lichter sehe. Also diese blauen Markierungen für Quest-Items. So. Alles nur langweilige normale Bohrocks. Sterbt! Du auch. Ups. Rosa Borok, sehr schön. Das lässigere Kind als meine Banditenbrüder. Macht ihr übrigens wegen denen keinen Kopf. Das sind alles Vollhorns. Das glaube ich dir gerne.
Und sehr schön, so schon den ersten rosa Borg gekillt. Das ist einer weniger von den, keine Ahnung wie vielen, die wir umbringen müssen. Ich klinge wieder so unglaublich motiviert, wenn ich sowas merke. So, da vorne ist der Käfig. Habe ich denn den Drifter hier gesehen? Nö. Aber hier sind auch noch hier welche. Ich glaube da vorne zum Beispiel. Jo. Das ist der Käfig. Die Käfige stehen in Hunters Grotto rum. Als immobile Symbole für die Gleichgültigkeit des Kriegers. Kammerjäger, du musst die Monstrosität in den Käfigklopfen und Morty festsetzen. Warum? Wieso hast du die Käfige hier aufgestellt, die aber nicht einen Plan überlegt, das Ding von selbst zu fangen? So. Wo ist denn die Monstrosität? Da hinten ist sie. Wie viele Eier habe ich jetzt eigentlich schon gesammelt? 11. Na gut, schon fast die Hälfte, ne? Also quasi, ja. Hälfte ist ja nicht so ganz einfach bei einer ungeheuren Zahl. Wir werden immerhin kein halbes Ei finden, glaube ich. Ist das da hinten? Ne, das ist ein Borok. Monstrosität, wo ist denn die nochmal? Ich glaube, ich muss da hoch. Der Himmel sieht irgendwie cool aus. Riesige Explosspore. Das ist quasi eine Badass-Spore. Oder? Gab es auch nochmal extra Badass-Sporen? Falls ja, habe ich es vergessen. Du lässt mich in Ruhe und ich knall dich nicht ab. Ist das ein Deal? Finde ich schon. Achso, jetzt muss ich hier hinten zu den ganzen Boroks. Monster! Starrt den Kammerjäger an und dieser starrt zurück. Aber wer ist das wahre Monster? Naja, wenn das Ding schon Monstrosität heißt, würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass das das Monster ist. Ist das schon wieder noch rosa Borg? Ne, normaler, schade. Gut, die sind tot. Normaler Borg. Tot. Borg Babies. Tot. Monstrosität, komm mit, bevor ich dich umbringe. Aus Versehen, versteht sich. Monstrosität tot. Ich wollte die Monstrosität nicht töten. Aber das Problem ist, naja, Granate. Ja, muss ich jetzt echt zurückrennen? Scheiße. Ja. Mist. Ich sollte vielleicht mit den Granaten doch ein bisschen aufpassen bei sowas. In Klammern, ich sollte keine werfen. Aber jetzt sind zumindest alle Borgs tot. Ich hätte die vor. Ja, ich hätte die vorher auch nicht umbringen können. Nehmen wir uns. Oh, wobei, ich brauche gar keinen Tingi. Ich kann vielleicht sogar ein bisschen abkürzen, merke ich gerade. Ein ganz, ganz kleines bisschen. Das will ich jetzt gerade mal ausprobieren. Wir müssen natürlich wieder dahin zurücklatschen, wo wir die Quest angenommen haben. Deswegen sollte man vielleicht aufpassen, das Teil nicht umzubringen. Könnte unter Umständen eine gar nicht mal so blöde Idee sein. Da, genau. Von hier aus kann ich mich bis zur Hütte porten. Die Quest wieder annehmen. Ich bin Dietmar von Heinrich Zimmerschneid und ich suche die Wahrheit. Ich drehe einen Dokumentarfilm über die Jagd. Über dich. Du wirst die Monstrosität fangen, während ich den Kommentar dazu spreche. Ich habe Käfige aufgestellt. Finde sie. Ja, ist glaube ich ein bisschen schneller, als wenn man den ganzen Weg läuft.
Okay, sollte ich mir merken. Jetzt kommen schon hier die Speedrun Technics raus. Weil ich Scheiße baue und deswegen auf jeden Fall man das Ganze irgendwie als Speedrun sehen könnte. Ist ja nicht so, dass man dann einen perfekten Run bräuchte. Jetzt muss ich nochmal runter bis zu der Scheiß. Bis zum Scheißkäfig rennen und dann wieder hier hoch. Mensch, Dietmar, mag's mir doch nicht so schwer. Was ist das hier? Ah, okay, ein Boot. Ein Boot. Ein Boot, ein Boot, ein Boot. Laufen, laufen, laufen. Laufen und zurück. Im Hunters Grotto rum. Als immobile Symbole für die Gleichgültigkeit des Kriegers. Kammerjäger, du musst die Monstrosität in den Käfig locken und dort festsetzen. Ich weiß, hast du mir schon gesagt. Nur ich habe mich mit den Granaten nicht zurückhalten können. Warum sollte ich sowas auch tun? Ich meine, ich habe einen Granatenmod, der die Gegner schnell umbringt und ziemlich großen Radius auch alle Gegner umbringt, vor allen Dingen. Ist ja wohl klar, dass ich den benutzen will. Die Monstrosität starrt den Kammerjäger an und dieser starrt zurück. Aber wer ist das wahre Monster? Komm her. Das ist jetzt quasi ähnlich wie mit diesem Riesensgag von Tina. Enrique ist er, ne? Genau. Das Ding verfolgt uns jetzt. Wenn es keinen Bock mehr hat, einfach ein bisschen in seine Richtung schießen. Dann kommt es schon wieder zu uns. Und das Ganze muss jetzt da vorne hin. Hallo? Au. Au. Hey, das ist mein Schild, den brauche ich noch. Na komm, komm. Schlägst du mich oder beißt du mich? Ich kann es ehrlich gesagt nicht so ganz zuordnen, was du da versuchst. Autsch. Ich glaube, ich hätte noch einen Knopf drücken müssen. Moment. Das klang ein bisschen creepy, wie du es gesagt hast. Aber okay. Moment, das war hier. Dicht zum Bau. Ich kann halt nicht viel weg. Scheiße, das war nur auf der anderen Seite. Mal später. Da. Laufen wir erstmal anders hin. So, der Übergang war da hinten. Da kann ich mich eigentlich aber hier hocharbeiten, weil hier sind noch ein paar Kisten, die ich eh nicht brauche. Hm, das habe ich nicht ganz bis zu Ende gedacht, glaube ich. Aber und hier sind noch irgendwo. Da kann ich vielleicht mal zeigen, wie ich es dann gerade sehe. Müssen die irgendwo sein. Ich mach mal das. Das war das hier unten. Genau. Hier sind irgendwelche Öfen. Da kann man. 23 Iridium muss da rein, ach du Scheiße. Also jedenfalls muss man da Iridium reinstecken und dann kann man da irgendwas machen. Ach, das war wahrscheinlich so ein Ofen, so ein Ding, wie man letztens gesehen hat mit dem Hebel daneben. Ich hab's drauf geachtet. Jedenfalls, ich weiß gar nicht, wofür die gut sind, ich weiß nur, dass es sie gibt. Au. Au. Ich weiß nicht, was du da versuchst, aber es ist nicht nett. Ich bin dein Gesicht vor den Fingernägeln. So. Das ist hier nur eine Explosivspore. Ach komm, scheiß drauf. Hopp. Geht viel schneller, glaube ich, wenn ich jetzt hier runterspringe und dann einfach. Scheiße, ich muss wieder außen rum, um da hochzukommen. Ja, kann man da hoch? Ne, da kann man nicht hoch. Mist.
Okay, das war Zeitverschwendung. Und ich bleibe leider auch dabei. Das ist, also es ist meiner Ansicht nach einfach der schwächste DLC. Es gibt zwar ein paar witzige Stellen. Und auch ein paar ganz nette Quests, aber ja. Im Großen und Ganzen, ich würde nicht zwangsweise als schlecht bezeichnen, aber die anderen drei sind halt einfach deutlich besser. Ah, okay. Man kann Scheiße untersuchen. Das wusste ich auch nicht mehr. Ich verstehe. Können wir das hier vorne ja auch untersuchen, wie es scheint. Okay. In das nächste Gebiet, glaube ich, noch kurz. Vielleicht finden wir ja dann... Vielleicht habe ich jetzt sogar diesmal einfach mal Glück. Und ich finde die ganzen seltenen Gegner jetzt in einem Durchlauf durch den DLC. Das wäre, glaube ich, zu schön, um wahr zu sein. Wobei würde ich, also wenn man die Quest halt am Anfang auch annimmt, und dann den gesamten DLC spielt, sollte man schon einige von den Kreaturen finden. Auch wenn es halt, wie gesagt, leider glücksabhängig ist. Skiller's Grove. Kein Dialog? Hätte ich jetzt erst mit gerechnet. Na gut. Finde den riesigen Scallion. Wir sollen ein Monster töten. Für Hammerlock. Weil er es toll findet. Okay. Das dann aber erst beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.